Assalamu alaikum, marhaban und ich freue mich, dass ihr wieder Bilqalam geöffnet habt. Heute haben wir die dritte Lektion in Al-Fi'l al-Amr und auch die letzte Lektion. Ich habe die ganzen Af'al al-Mu'talla in diesem Video jetzt hinzugefügt und falls es euch heute zu viel ist, könnt ihr es euch einteilen und Stück für Stück angucken. Somit fangen wir heute an mit Al-Fi'l al-Mithal und dann Al-Ajwaf und dann Al-Naqis. So. Zum Mithal haben wir Wasala wieder genommen. Wasala. Und wir haben, wenn wir uns richtig erinnern können, bei Al-Fi'l al-Mudara Yasilu gesagt. Wir haben den Waw einfach weggeschluckt. Und das gleiche machen wir heute. Ente sil. Wir haben yasilu gesagt. Und hier, komm, achte richtig. Yasilu. Si hat eine Kessere. Und deswegen sil. Ente sil. Okay? Wenn ihr immer so dieses Vergleich mit anderen Verben macht oder mit der anderen Zeit oder so, dann findet ihr irgendwann mal den Dreh, wie ich ihn gefunden habe. Und dann könnt ihr eigentlich von alleine selber herausfinden, was zu was passt und wie man etwas zum anderen umwandeln kann. Das ist Sarf. Und somit entasil, verbinde, entisili, du weiblich verbinde, entuma sila und entum silu und entunna silna. Wir haben gesagt auch, dass wasala nicht nur verbinden heißt. Was hieß es nochmal? Falls nicht, macht jetzt hier Stopp, guckt im Kamus, im Wörterbuch und sagt das mir. Okay? Und die Antwort will ich in den Kommentaren haben. Ich werde es euch heute nicht sagen. Also, nochmal. Enta, sil, sili, sila, silu, silna. Sil, sili, sila, silu, silna. Ich hoffe, ihr kriegt langsam den Dreh. Okay? Einmal Sil, stoppen wir. Und dann einfach ein I, und dann ein Ä, und dann ein U, und dann ein Nun. Sil, Sili, Sila, Silu, Silna. So. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen wieder schwierig mit dem Ja'a. Mit denen hatten wir immer Probleme. Wir haben gesagt im Mudari, Yaji'u. Und deswegen sagen wir J. Bei Amr sagen wir Ente J. Komm. Enti. G-I. Okay? Hier haben wir den Ja wieder hinzugefügt. Und Entuma G-A. Entum G-U. Kommt. Entunna G-Na. Kommt. Für weiblich. G-J. Nicht G, sondern J. G-I, G-A, G-U, G-Ina. So. Jetzt sind wir auch mit Al-Mithal. Nee, das war nicht Mithal. Was war das? Al-Ajwaf. Jetzt sind wir mit Al-Ajwaf fertig. Und wir kommen zu Al-Naqis. Den letzten. Wa Akhiran. Endlich. Und dazu haben wir zwei. Genauso wie Al-Mudare. Im Mudare. Und wir nehmen einmal Mesha, was am Ende zu einem Ja wird, wenn ihr euch nochmal erinnern könnt. Und wir sagen Imshi. Nicht Imshi, sondern Imshi. Der dritte Buchstabe hat ein Kesra, deswegen machen wir den Elif. Oder geben wir den Elif ein Kesra. Imshi. Und den Ja, den Asli, diesen originalen Ja, machen wir weg. Okay? Und deswegen kommen wir dann zu Imshi. Enti imshi. Dieses Ja ist nicht vom Originalen, also das gehört nicht zum Verb, sondern es gehört zu Ja al-Mukhataba. Nicht, dass ihr hier durcheinander kommt. Oh. Okay, auf Arabisch sagen wir das immer so. Oh. Und Entuma imshi. Hier ist das Ja Asli, Original. Und das Elif ist Elif und Isnin. Entum imshu. Weil im Shiyu wäre schon ein bisschen unlogisch.
Ja? Und wow, und hier passen nicht zusammen, die sind Feinde. Und Entunna im China. Hier haben wir nochmal ihr hinzugefügt. Wird ein bisschen schwer, aber mit der Zeit werdet ihr euch gewöhnen und die Araber selber können das nicht, okay? Hast du keine Angst, wenn ihr solche Fehler macht? Am Anfang ist es ganz normal und die Menschen werden euch auch inshallah verstehen. Also wiederholen wir nochmal. Imshi, imshi, imshia, imshu, imshina. Weil es vielleicht für euch ein bisschen schwer ist, wiederholen wir nochmal. Imshi, imshi, imshia, imshu, imshina. Wollt ihr es nochmal? Macht es mit euch alleine. Kommen wir zum letzten. Und dort haben wir eben wieder eins genommen, was am Ende ein Wow hat. Wir haben davor ein Ja gehabt und jetzt machen wir ein Wow. Da'a, yad'u, ud'u. Und hier ist das Gleiche. Wir nehmen den Wow, der am Ende ist, weg. Und somit kommen wir ud'u. Jetzt, Hojam, warum haben wir jetzt wieder U gesagt und nicht I oder R? R, weil es gar nicht gibt am Anfang. Bei Fi'l al-Amr haben wir kein R. I, weil der dritte Buchstabe ein U ist, ein Dhamma hat. Und deswegen sagen wir ud'u. Und nicht Udu'u. Okay, achtet bitte darauf. Oa. Anti Udu'i. Hört sich ein bisschen komisch an, ist aber so. Udu'i. Okay, jetzt sagt ihr, aber der dritte Buchstabe ist jetzt hier in Kesra geworden. Warum haben wir immer noch am Anfang U? Ich sage, weil der Anfang, also das Originale bei Enter, ist eigentlich Dhamma. Den Kessra haben wir doch nur hinzugefügt, weil danach ein Ja kommt. Okay? Also das ist nicht original. Das wurde gewechselt. Und deswegen sagen wir Odei. Und Entuma Odua. Hier haben wir genau bei Imshia das gleiche gemacht. Wir haben Wow hinzugefügt. Und Entum Odu. Den Wow al-Asli, den Umgidan Wow, haben wir weggemacht. Und Entunna Odu'una. Und hier haben wir den Wow wieder hinzugefügt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt viel davon profitiert. Übt fleißig. Ihr könnt jetzt langsam anfangen, mit euren Tagebüchern ein bisschen mehr professioneller zu schreiben. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, egal was es sein soll, in Sorf, in Nahu und auch außerhalb der arabischen Sprache, ich stehe gerne für euch bereit. Assalamu alaikum, passt auf euch auf, ma'assalama und bis zum nächsten Mal.